Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Subnautica von Unknown Worlds Entertainment. Zack, gleich da reingehüpft. Ob Nord und West. Das sollte passen. Ab in den Mushroomwald zurück. Ein bisschen hier links halten. So, eventuell noch was Neues entdecken. Jawohl, ihr seid da. Ihr seid da, das Wrack hatten wir schon. Das haben wir aufgeschnitten, da siehst. In der letzten Folge. Und hier gab es Probleme mit Nachladen. Deswegen haben wir die Taschen voll gemacht und sind dann nach Hause. Mach mal Licht aus. Was ist denn das da? So. Nee. Nichts zum Scannen. Das Licht hier rum. Du steckst fest, das ist gut. Noch nicht fest genug. Hier liegt nur Schrott rum. Das heißt nur. Es sind immer richtig viele Titanen. Aber ist noch zum Scannen Verschlüsse? Ja, auch wenn ich sie so nicht finden sollte, aber dort ist es schon mal spitze. Vielleicht liegt hier was Brauchbares rum. Ja, sehen wir den Titan. Gehen wir rein, holen uns den Pet. So, mehr gibt's hier erstmal nicht. Aber das reicht auch. Nee, nicht im Osten, Nordwesten möchte ich. Aber hier geht's auch ab. Oh, das ist ein Kaverneingang. Und ich habe nichts dabei zum als Boje. Mist. Das finde ich nie wieder. Möchte ich aber gerade auch nicht rein, sonst finde ich nie wieder raus. Und da lang. Oha! Oha! Oh. Kann man das ganze Gerät scannen? Alter. Ne, da habe ich wieder gerade was gefunden. Wir schwimmen mal drumherum. Ein bisschen fangen wir hier an, wa? Alles genau untersuchen, genau reingucken, in die Cargos gucken, hier ist nichts, da ist nichts. Ich kann auch leider nicht mehr sagen, wie es genau aussehen muss, weiß ich so. Da ist nichts, hier ist nichts. Die habe ich nicht gesucht. Die Sandhaie, nein, dich auch nicht. Mann, ey, was ich suche ist Batterieladestation. Die für diese Energieteile, Energielader, also für die großen Energiezellen, die dann hier auch in die Mutter reinkommen. Nicht so clever. Das Ding ist aber auch groß. Schreck mich doch nicht so. Hast du mich dagegen geschubst? Nee, ich bin dagegen gefahren.
So, hier komme ich schon mal rein, wie es aussieht. Hier ist eine Tür und hier ist die Stille. Den kennen wir bereits. So, kann ich das reparieren? Eigentlich nicht, ne? Die Stille, den kennen wir bereits. Hier geht's raus. Hier ist ein PDA. Integrating new PDA data. Hier geht's hoch. Distille. 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 Hier geht's nicht weiter rum. Hier geht's so lang bis zur Matte. Ein Stück weiter vor. So rum. So rum. Ja, auch noch Destille. 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 Seltsam, seltsam. Ja, so viel Zeit haben wir noch nicht verbraucht, aber. Wenn es da mal wieder nur eine dasselbe gibt. Mann, der Stille ist doch blöd. Hier hoch. Hier rum. Dann hau ich mir doch nur Titan vor. Eine Wasserflasche, wow. Ja. Das ist schon. Oh nee. Da müssen wir nochmal wiederkommen. So, da unten geht es da nochmal rein. Nee, nee, nee. Huch. Ach, hier geht's raus, ne? Nee. Dann hier hoch. Hier rum. Da runter, so rum. Alter Schwede, ist schon krass gebaut. Und dann hier rein. Okay, aber was sollte hier oben auch noch weiter sein, ne? Das haben wir. Ging ganz schön alt. Da hinten geht's irgendwo noch mal rein. Eventuell von hier? Nö. Hier? Auch nicht. Da unten geht's nur durch. Ja gut, ich bin auch schon ganz schön schräg dran rumgesprungen, ne? Ja, das könnte auch schon wirklich sonst wo gewesen sein. Und wir wollten nach Nordwesten. Jetzt haben wir mal in die Kaverne rein. Ui, 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 ui.
Jetzt wird es wieder dunkel. Das ist, glaube ich, schon zu weit Nordwesten, ne? Zu weit Westen. Geht's denn hier hin? Die Sonne geht unter, das sind so Nachrichten. Hier geht's eher mal steil. Ja, noch ein Morgen. Jetzt mal wieder steil ab. Da ist die Base. Hier ist ganz schön weit abgedriftet. So. Na, hier unten lang, das sieht doch schon aus wie ein Mushroom, oder? Da sind wir doch nicht ganz so weit abgedriftet. Das wollten wir doch. Das wollten wir doch. In einer Höhe von 146 ist es auch Tobi Galoppi. Bist du schon? Munition? Welcome aboard, Captain. Und dann bist du hier auch Lithium. Wenn sie mal eine Stelle, wo wir bis jetzt noch nicht gewesen sind, das ist supi. Wo geht's denn hier überall hin? Da liegen wieder Eier rum. Hier ist Lithium. Ich weiß gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst, Mensch. Das Licht da rum, Lithium. Zack, her damit. Alles, da ist noch welches, da ist noch welches. Hier ist noch eins. So geil. Da sind noch ganz andere Sachen. Hier auch noch. Lithium, hier ist noch ein Lithium. Hier und hier. Oh, und da ist es einfach nur spektakulär, wenn du solche Flaschen hast, weißt du? Dass du wirklich mal ein bisschen hier hin und her schwimmen kannst. Dann wieder hoch. Und hoffentlich die Motte finden, die hier rumschwebt. Geil. Jetzt könntet ihr mal bitte wieder Tag machen. Da geht's zur Base. Lithium. Hau ab. Ich will dir nicht wehtun. Ich will nur Lithium. Hier ist nichts weiter. Hier sind die Eier. Ich will hier mit der Mutter auch nicht dagegen hämmern. Die fallen nur wieder ab. Das ist ein Knochenhai. Den möchte ich auch nicht näher begegnen. Aber eher mir, wie es aussieht. Eher mir, wenn es derb. Habe ich unterschätzt.
3. 50%, das ist schon heftig. So, Tiefe 110. Dann machen wir mal in die Richtung. Wo sind wir denn hier? Was bist du? Ach, du bist der Vorkommer. Ein großes Vorkommen von? Jawohl. Das sieht aus wie ein großes Vorkommen von Lithium. Oh. Hier ist ja mal richtig Lithium. Da können wir uns gleich mal Taschen füllen. Oh, hier nicht noch? Ja, hier war noch. Und ab in die Motte. Mal wieder auffüllen. Was ist das? Salz. Hier ist Lithium. Wie sieht's denn aus? Oh, wow. Gleich voll. Zwei Plätze frei. War leider noch kein Frack gefunden hier drin. Hier haben wir noch ein Lithium. Hier haben wir noch ein Lithium oben und unten. Also Vorkommen gibt es jetzt wesentlich mehr, wie das aussieht. Gib mir doch mal ein kleines Frack. Wo geht's denn nach Hause? Gib mir doch mal ein kleines Frack. Ich will nur mal sehen. Caution. Passing safe depth. Adrien. Ja, ich bin vorsichtig. Das ist mal richtig guter Wald. Auf Zurückeln. Zu sehen, aber in diesem roten Biom soll es angeblich auch geben, bei Blutkelp. Die Fracks mit der Batterieladestation. Ist das Ganze in Blau? Ne, sieht nur. Das sieht gleich aus. Nur in Tagesform sozusagen. Naja, ist ja gut. Ich dachte ja nur, vielleicht gibt es hier noch einen Frack. So ein kleines Wrack, kein Frack. Frack kannst du einziehen, nicht? Schiffswrack. Ich das liebe, wenn sowas immer so aus dem Blip auftaucht. Aber das war doch, dass ich drin rumgeschwommen bin. Hörst du mal auf? Hier ist wieder die coole Höhle. Aber ich sehe ja gar nichts, was hier irgendwo scannbar wäre. Die Schrotthalle.
ich die schon? Das müsste das Ding gewesen sein, was wir aufgeschweißt haben. Jo. Da geht's nach Hause. Was ist das hier? Da hat man noch keinen Laserschneider, ne? Und jetzt von was nie wieder. Mann. Naja, wir könnten uns die Aurora bauen und mit der dann losziehen. Werden wir dann auch irgendwann mal machen müssen. Oh, sieht das geil aus. So. Welcome aboard, Captain. Was haben wir denn? Wir haben Titan. Das heißt, wir können hier oben drauf wieder noch einen Mehrzweckraum bauen. Das sind meine Türmchen. Dahin, genau. Geiles Ding. Was haben wir noch? 2, 4, 6. Ah, ist. Das sind genau 6 Stück. Hier hin. Und vorne auf die Ecke sollen auch noch mal 2 wieder drauf. Dann kommt hier oben wieder schön Rondell mit Glas. Dafür haben wir nichts. Aber wir haben Lithium ohne Ende. Und wir können natürlich dementsprechend die 5 Lithiumbomben bauen. Beziehungsweise die Plaststahlbahn. 1. Stecken, noch mehr Lithium, Energiezelle. Packen wir mal das Lithium weg. Das ist cool, deswegen brauchen wir nicht noch mal los. Essen und trinken wir was. Ja, ich weiß, ich werde hier schon angeblinkt. Aber das machen wir noch zu Ende. Vital signs stabilizing. Ja. Kriegst gleich noch mehr. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Was waren das noch? Schmiermittel. 1, 2, 3, 4, 5. Welcome aboard, Captain. Jetzt bin ich aber nur mal faul. Schmiermittel 2-mal und einen erweiterten Kabelsatz. Schmiermittel 2-mal heißt 6-mal die Samenbüsche. Jo, ein bisschen mehr. Was für ein? 1, 2, 3, 4. 5, 6. 2 mal Sorgenwäsche. Schmiermittel. Schmiermittel. Was zeigst du mir denn hier ein? Ge-
gekochtes Aug-Aug. Jo, du Ausrüstung, was gibt's? Distiller-Einzug. Ja, schön. Stasegewehr, das wär's auch noch, ne? Da könnten wir in Ruhe. Ach, mein. Oh, ich kann ja nicht immer so viel mitschleppen. Was gibt's denn hier unten noch alles? Kupferdraht und Titan. Müssen wir auch jedes Mal mindestens zwei Bojen mit haben. Und ich werde so fluchen, wenn wir sie nie brauchen. Was wir als nächstes dringend brauchen, ist die Eindockstation, dass wir dann Upgrades bauen können für die Motte. Dass da mehr reingeht. Ja gut, bis dahin haben wir die Zyklop. Bauen wir dafür Upgrades. Schmiermittel zweimal und erweiterter Kabelsatz. Kabelsatz weiß ich über den erweiterten gerade nicht. Computership und zweimal Gold. Computership, Gold, Kupfer, Draht. Gold, Gold. Tisch, Korallen, Grabe. Muss hier vorne irgendwo rumliegen. Dann können wir einen Computership bauen. Da haben wir den. Zweimal Gold. Haben wir auch noch da. Daran soll es nun wirklich nicht liegen. Da haben wir das. Und die bauen wir noch. Komm. Ne, du bleibst hier. Scheiße. Das wird lustig und zum. Ne, die bauen wir nicht. Ich muss vorher sichern. Die ist sehr lang und es kann sein, dass die mehr explodiert, dass ich mir nochmal Gedanken machen muss, ob ich da überhaupt ein zweites in die Richtung baue. Ne, ich hasse Spoiler. Kann ich aber diesmal nicht anders machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Reinschauen, Vorbeischauen und Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder von Subnautica von Unknown Worlds Entertainment. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!